Stau! Jahre alt und bin folgendermaßen zu dem Sport gekommen. Ich bin selber beruflich Veranstaltungsorganisatorin und habe damals vor circa 3 Jahren in Oberhausen eine Veranstaltung organisiert für den demnächst gegründeten Verein in Oberhausen. Da sollte der Sportverband eingeladen werden, weil der Sportverband erst die Sportart verbieten wollte bzw. die Gründung eines Vereins. Ich habe dann versucht, die Leute zu unterstützen, habe die Veranstaltung organisiert und dadurch habe ich gesehen, dass die Sportart sehr gut ist und dass sie mich sehr interessiert und habe dann auch damit angefangen. Was mich am Armwrestling interessiert, ist natürlich sagen wir mal so, man sieht seine eigenen Grenzen, man kann feststellen, wie stark eine andere Person ist und ist sozusagen immer selber unter dem Drang und auch mit dem Interesse immer dabei zu gewinnen natürlich, aber man sollte nicht eins vergessen, dass Sport immer noch Spaß machen sollte. Spannung. Ready. Stopp. Ah, ein Foul. Ready. Go. Birgit, ich bin jetzt 23 und ich bin eigentlich durch meinen Mann an den Sport gekommen. Das war vor ca. 3,5 Jahren. An dem Sport gefällt mir am meisten, dass man international auch viel unterwegs ist und da auch was erleben kann, dass man halt auch von den anderen, die den Sport ausüben, unheimlich gut akzeptiert wird und halt auch, dass man gute Erfolge erzielen kann, dass es wirklich Spaß macht. Gerade, okay, ready, go! Mein Name ist Gabi, ich bin 21 Jahre alt. Zu dem Sport gekommen bin ich vor ungefähr 2,5 Jahren. Da bin ich mit auf ein Turnier gefahren von meinem Ex-Freund und habe mich spontan angemeldet und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Was mich an dem Sport fasziniert, ist einmal der Zusammenhalt von den Leuten, die drücken. Die ganze Atmosphäre bei den Turnieren, dass man rumkommt und dass man seine eigenen Grenzen kennenlernt. Okay, Spannung, ready, go! Ich bin 20 Jahre alt. Ich mache jetzt auch mit, seit einem Jahr, mit Armwrestling. Dazu gekommen bin ich, habe hier im Sportstudio Fitness trainiert, bisschen Kraftsport. Und bei uns wurden jede Woche 2-mal Trainingskämpfe von den Männern im Armwrestling hier ausgetragen. Und naja, ich habe halt ein paar Mal zugeschaut, hat mir sehr gefallen. Auch die Kraft, die Gemeinschaft, die unheimlich nett, die Leute. Man kommt gut in Kontakt, die nehmen dich auch auf, aber als Frau. Und haben da also keine negativen Einstellungen dir gegenüber. Naja, und mein Freund ist auch Armwrestler. Und naja, sie haben halt gesagt, ich soll mal anfangen, mal mittrainieren, mal probieren. Und da habe ich also mal mittrainiert mit meiner Freundin. Es hat uns sehr gut gefallen. Und der Winnie hat uns dann beigebracht, wie man Armdrücken macht. Und jetzt waren wir schon auf 2 Meisterschaften. Ich bin auch für das, dass ich jetzt erst so ein Dreivierteljahr trainiere, eigentlich schon ganz zufrieden. Es macht sehr Spaß, ich finde alles sehr nett, die Gemeinschaft sehr gut. Und du wirst als Frau akzeptiert. Das finde ich toll. Man müsste noch ein bisschen weiter ausbauen. Und naja, okay. Mir gefällt. Ich hoffe, wir gewinnen auch mehrere Frauen zu diesem Sport, weil er ist sehr schön. Ein bisschen drüber. Okay, gerade. Okay. Ready, go! Justina, bin 23 Jahre alt und bin seit ca. einem Jahr jetzt dabei beim Wrestling, habe angefangen mit Krafttraining und bei uns im Training ist halt auch dieser Verein Over the Top, das sind die Männer,
Das haben wir dann ab und zu gesehen, haben zugeschaut und irgendwo hat uns dann auch interessiert. Haben uns aber irgendwo doch nicht getraut, gleich mitzumachen, bis wir dann alleine waren. Und dann haben wir es dann immer mehr und immer mehr. Und bis uns dann der Trainer, der Vini, gezeigt hat, wie das halt so mit Technik und hin und her weitergehen soll. Ja, und seitdem sind wir halt dabei. Und das Schöne an dem Kampf ist halt, dass man halt mit der Gegnerin die direkte Kraft austauschen kann. Man kann sehen, wie viel Kraft sie hat. Und das ist halt das Tolle daran. Ready, go! Ja, rausgekommen. Du hast das am Magnet? Ja, hol mal das Zeug. Dann müsst ihr helfen, ja. Das könnt ihr ruhig hier auf der Ecke liegen lassen. Ja, legt das ruhig hier hin und das kann man ruhig auch aufnehmen, ne, dass man das Zeug drauf macht. Ja, gut, davon. Nee, gut. Nicht nur das Kissen. Doch im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer, ja. Und da macht die Familie mit, ja.
Ja, dadurch, dass mein Mann auch Armwrestling macht, hat er das also akzeptiert. Möchten Sie eine Ergänzung? Wie oft trainierst du in der Woche? Also, wenn es mir meine Zeit erlaubt, versuche ich dreimal in der Woche zu trainieren. Habe allerdings dadurch die Möglichkeit, dass mein Mann es auch macht, die Möglichkeit, öfters mit ihm zu Hause zu trainieren. Was mir also auch unheimlich viel geholfen. Wo ich also ehrlich sagen muss, wenn ich das Training mit meinem Mann nicht gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich die Erfolge, die ich habe, nicht so gut. Ja, welche Rolle spielt jetzt ganz konkret die Kraft und wie viel macht die Technik aus? Also irgendwo bin ich der Meinung, dass sich der ganze Sport aus drei Komponenten zusammensetzt. Das ist Kraft, Technik und Schnelligkeit. Weil wenn ich am Start stehe und von der Kraft her mit meiner Gegnerin ungefähr gleich bin, kann ich viel dadurch rausholen, wenn ich schneller im Start bin wie sie oder wenn halt meine Technik dementsprechend besser ist wie sie. Also ich finde, das spielt immer so, kommt immer darauf an, inwieweit die Gegnerin Erfahrung hat und Kraft hat und auch Technik. Das heißt, es gibt unterschiedliche Techniken? Es gibt verschiedene Techniken, schon gesagt mit dem Drücken und Ziehen oder Schulterblock. Das sind aber alles Sachen, die man am besten am Tisch trainieren kann, wenn man wirklich mit jemand anders gegenübersteht. Ja gut, wir werden die Möglichkeit haben, das zu demonstrieren. Ja, vielen Dank. Gabi, wie trainierst du gerade? Ich trainiere ungefähr viermal die Woche mit der Hantel, das mache ich zu Hause. Viermal die Woche? Ja. Ich bin ungefähr zweimal die Woche im Sportstudio und einmal die Woche mache ich Technik. Das heißt, du hast Trainingskarten? Ich habe da dann Training gemacht, meine Techniktraining. Meine Kraft habe ich aber von früher, da habe ich sehr intensiv Volleyball gespielt. Und da ich schneller war, musste ich also gerade für meine Handgelenke unheimlich viel Krafttraining machen. Also die Handgelenke sind wichtiger als der Weg selbst bei Armwrestling? Ich denke ja. Ja. Welche Rolle spielt ihr? Die Technik im Verhältnis zur Kraft. Könnte ein guter Techniker einen starken Armwrestler schlagen oder sind irgendwo Grenzen gesetzt? Es sind natürlich Grenzen gesetzt. Es kann schon ein Schwächerer, der mit der Technik vertraut ist, gegen einen Stärkeren, der von der Technik keine Ahnung hat, gewinnen. Allerdings nur bis zu einem gewissen Grad. Ich denke, mit Technik und Kraft ergänzen sich. Ah, ja. Okay, vielen Dank. Na, das war super. Also, Beccada, wie trainierst du für Armwrestling? Ich trainiere eigentlich nur einmal in der Woche Technik, weil ich leider so keine Zeit habe, weiterhin zu trainieren. Die Kraft spielt aber auch eine Rolle? Ja, die Kraft spielt eine Rolle, aber ich habe den Grundstock für meine Kraft gelegt, weil ich habe mit 6 Jahren angefangen, Leistungskonditionen zu trainieren. Ah, ja. Und ich denke mir, dass da genau der Grundstück ist. Das heißt, die Kraft, die ist vorhanden. Wie lange hast du? Ich habe 10 Jahre Leistungskonditionen gemacht. Und gerade beim Leistungskonditionen wird auch sehr diffizil getrainiert. Man muss Ballett machen, man muss Krafttraining machen. Man trainiert auch so. Sehr viel Ausdauertraining ist dabei. Und ich denke mir, dass ich da die Kraft mehr habe. Ich habe dann weiterhin, nachdem ich da aufhören musste, habe ich dann Volleyball trainiert, nochmal 6 Jahre und war Angreiferin und als Angreiferin benutzt man nun mal sehr oft seinen rechten Arm, weil ich Rechtshänderin noch bin und ich denke mir, da liegt die Kraft. Ja, welche Rolle spielt bei Armwrestling jetzt die Maximalkraft und welchen Part nimmt die Technik ein? Ich denke mir, das darf man nicht so mal trennen. Ich denke mir, dass da 50-50 die Rolle der Technik sowie auch die Rolle der Kraft spielt. Denn beides zusammen kann nur zum Gelingen kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade vom Kunstturnen her das Einüben jetzt schwieriger Bewegungsabläufe, also auch fürs Armwrestling hilfreich war. Ist das so? Ich denke mir, dass man, wenn man von der Pike auf Sport gemacht hat, dass man so ein gewisses Gefühl für Technik sowie auch für technische Abläufe wie auch das Gefühl für eine Kraft bekommt. Ja, und auch die Wettkampfeinstellung. Ja, und die Wettkampfeinstellung, mit der wächst man dann ja auch auf. Dass man also schon den Drang danach hat zu gewinnen, aber den Spaß dabei auch nicht verliert, selbst wenn man es verliert.
Glaubst du, dass man auch kurzfristig die Kraft für anderes physisch antrainieren könnte, oder ist so ein Werdegang irgendwo doch immer vorbestimmt, dass man sagt, für Anlagen oder eine langsame Steigerung der persönlichen Kraft ist von Vorteil? Also meiner Meinung nach kann man die Kraft nicht in einem sehr kurzen Zeitraum aufbauen. Ich bin davon überzeugt, dass man schon eine lange Zeit braucht, um eine gewisse Kraft zu haben. Kraft verbinde ich nicht mit Masse und ich denke mir, da liegt auch der Unterschied. Aber es, meines Wissens gibt es auch Gewichtsklassen. Ja, es gibt Gewichtsklassen und ich denke mir teilweise, wenn ich dann Gegnerinnen sehe, die zwar auch sagen wir mal, fülliger und massiger aussehen, dann denke ich vielleicht für den kurzen Bruchteil, dass die Damen sehr viel Kraft haben, muss aber nicht unbedingt sein. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass die Gewichtsklassen so verlagert sind, dass immer nur 10 Kilo Differenz vorhanden ist. Ja, vielen Dank.